Fahren wir außen bei C lang oder? Schon wieder ein Flamu mit unserem Team. Ah ne, Flambas. Ups. Schon wieder Flambass, Beaver Clean. Ja, kann man machen. C finde ich in Ordnung. das ist einfach so eine dreckige Map. Für T10. Es fehlt eigentlich nur noch der Carrier, der T10 Carrier hier. Den du von B und C aus sehen könntest von seinem Spawn. What? Keine Ahnung, was er erzählt. Oh, Surm 1. Kennt ihn jemand? Ich kenne ihn aus Ranked. Auch so ein Langzeit-Ranked-Spieler. Also, soweit ich mich erinnern kann, war es kein besonders guter. Ist auch so ein Kandidat, 500 Spiele. Ja, du doch, ich kenne ihn. Von meinen zahllosen Ranked Battles. Naja. Würde jetzt mal interessieren, wo die Strong Force von denen ist. Kurfürst fährt auf jeden Fall rüber. Die Montana kommt hierher. Die Alba fährt aber auch rüber. Also, wir haben wahrscheinlich nur ein Battleship hier bei uns. Maximal zwei. Fletcher. Wird da angehalten? Ich weiß. Gut, so schlecht war er dann doch nicht. Und kann er mit Tops auf jeden Fall zielen. Try Vorsicht vor dir ist gleich die Kurfürst. Hab schon gesehen. Ich drehe mich jetzt auch schon mal hoch. Zeka, kannst du ein bisschen raidet mich hier. Vollgas geben? Ja, ich geb gut. Die Moin ist das, das war die Moin. Nice, beide unsere Fletcher sind tot. Ja, weil die geradet wurden und beide im Smoke saßen, um sich natürlich nicht zu covern, weißt du. Um nicht zu spotten, damit man das auch ja nicht sieht. Ja, das Problem ist, wie kommen wir hier jetzt weiter? Weiter nach außen. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Oh Gott, die haben okay, die Strong Force ist hier auf dieser Seite. Beide Demoins, zwei Schlachtschiffe auf dieser Seite. Ja. Jetzt erstmal hier ein bisschen runterbrennen alles. Die Kurfürst hat übrigens Damage kommen. Ja, meine Axt reichen langsam nicht mehr, um rüber zu schießen. Ja, meine rechnen die ganze Zeit schon nicht. Auf alle Fälle bin ich gerade Target Nummer 1 da. Ja, Montana schießt auch auf dich von da hinten. Ich hydro mal, da sind Torps, die hinter euch herkommen. Yeah. Oh. Die Moin fährt mit dir. Shit. Dass sie mich nach unten abdrehen können, try.
Ja, sorry, ich hab's zu spät gesehen. Ja, ich muss jetzt hier so bleiben auf der Linie. Wir haben einen Cap, also müssen pushen müssen wir nicht unbedingt. Können eigentlich hier chillen. Ja, das ist so und so, aber. Müssen halt aufpassen. Ich glaube, ich fahre mal. Bleibt ihr mal hier unten. Da ist nämlich eine Des Moines mitten in das C-Cap reingefahren. Und wenn die von hinten kommen, wird's eklig. Weil nämlich hier unsere Schlachtschiffe folgen euch da einfach nur die ganze Zeit. Ist das wieder dieses Braindead. Ich sehe nur, was vor mir liegt, aber nicht, was noch von hinten kommen könnte. Die gegnerische Kurve hat hier ganz eigenartige Dinge gemacht. Ich glaube, der hat sein Turning Circle ein bisschen. Ich glaube, der wollte da auf mich warten, aber. Natürlich geht er jetzt erstmal auf mich, obwohl hier eine schöne Montana-Breitseite steht. Wahrscheinlich kann er noch nicht auf sie schießen. Die Montana ist direkt zwischen mir und ihm. Und dafür geht okay, noch auf mich. Alter, was zur Hölle ist denn das? Ich kann nicht schießen. Drück H. Oder so immer diese Taste war, die Flossammer hatte. Ah, okay. Jetzt wird's richtig unlustig dort oben. Der Shutter ist down. Wir müssen, ich sehe nichts und ich würde eigentlich gerne drehen. Okay, jetzt kann ich drehen. Radar und Fire 4, die Missouri hat Dings. Mhm. Ist gut. Ich drehe jetzt auch. Lass mir nichts verbrennen, ich bin schon zu nah an diesem Scheißfelsen dran. Ja, dann dreh nach oben weg. Einfahren willst du ja sicherlich nicht. Fletcher Tops sind alle auf mich gegangen. Ich werde auch welche fressen. Sind, sitzen die alle im Smoke wie doof? Da sind nur noch zwei Des Moines jetzt im Smoke. Oder beziehungsweise eine ist dahinter. Und irgendwo ist da noch die Fletcher. Ach ne, die ist ja die Fletcher ist tot. Also die eine ist mal meine Pfleger. Im Bravo drin. Ich hab noch. Oh, die reverse die Des Moines. Und genau zu dir, Alex. Genau deswegen bin ich hierher gefahren. Ich weiß noch nicht, wo die andere hin ist. Jetzt gibt er wieder Gas. Gerade die Sekunde zu spät gewesen, ne? Ich verstehe die Logik trotzdem nicht, warum er dir in die Hände fährt. Naja, bei dir muss er jetzt keine Breitseite zeigen. Ja, das Problem ist, irgendwie sind alle dann abgehauen hier. Ich bin jetzt hier relativ alleine gegen den. Kann der ja nichts machen. Kannst du mir ja von vorne pennen. Dann rammt er mich einfach. Irgendwas ist ja aber noch. Ja, es müsste eigentlich noch theoretisch ein zweiter Des Moines da sein, aber ich weiß nicht wo. Ich bin nicht gespottet, aber ich sehe jetzt nicht. Okay, einen Turm habe ich ihn permanent ausgeschaltet. Ich hydro mal. Nur für den Fall der Fälle. Fletcher, hier. Oh, 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 oh. Ja, ich helfe schnell Dennis, nicht, dass der den wirklich rammt. Er ist schon dabei. Alles gut. Achtung, Torps, try. Seh's. Da ist die andere Des Moines. Gut. Guck mal, ob ich die Fletcher kriege.
There we go, my friend. Den dürftest du ja jagen können. Hat leider noch voll HP, ne? Das heißt, Reload ist noch nicht so ganz. Und dem Moin haut ab gerade. Ist voll lucky, dass ich dem anderen gerade eben Turret ausgenockt habe. Ach, ich kann einfach nichts machen. Auf dieser Map ist dauernd irgendwas gekappt. Ja, ich meine, gut. Ach nee, der ist. Der fährt der Black in die Arme. Eigentlich fährt er mir wieder in die Arme. Weil er sich gegen die Insel gesetzt hat, kann das sein? Ja. Ja. Natürlich hat er noch vorher getorbt. Sagt er, dass da eine Kurfürstbreitseite zu mir steht. Ich raff mal wieder gar nichts, ey. Alter, der Glückspilz mit 80 HP! Das wird kein Kill. Nein. Er tanzt da um euch rum. Mal schauen, wie lange noch. Alex ist relativ nah an ihm dran. Ja, der rafft das schon. Also war er. Dann war er doch nicht der schlechteste Spieler da. Hat er vielleicht doch was gelernt mittlerweile. Schönes Game. 34.000. Meine Fresse. Ich hab fast nicht mal ein HP verloren. Das ist schon ziemlich heftig. Ich hab eigentlich nur HP verloren wegen den scheiß Torms. Die Dämonen rennen so weit weg von mir. Lass dir bitte noch leben, bis wir gekappt haben. Okay. Oh, was eine. Was machen die denn da unten, ey? Ich hab keine Ahnung, was das Gegnerteam vorhat, und man irgendwie neue Map-Vermessungen vornehmen oder so. Wo die lang gefahren sind, man. Holy shit. Das war äußerst fragwürdig. Ende der Welt. Die dahin. Kurve ist auch richtig geil, ey. Der war nur im Reversen ganz Zeit. Oh. Der eine und der andere, der einfach dann zweimal in die Insel reingefahren ist, in dem Smoke. Ich habe bis jetzt keinen Plan, was die Idee dahinter war. Ja, keine Idee. keine Idee. Halt... einfach nur so. Ja, keine Ahnung, was soll man dazu sagen? Man, ja, nicht viel.